Salam alaikum, Leute. Damit mein Kanal jetzt wie so ein Kummerkasten aussieht, checkt diesen Vlog ab. Und nach diesem Video, checkt den ersten Link in der Beschreibung. Dort kommt ihr zu einem neuen Song von Sammy. Behbet mal die Kommentare voll mit Ebikeyami. Und diese ganzen YouTuber, diese Kastaniensammler, diese Fischstäbchengesichter, mit euch bin ich noch lange nicht fertig. Donnerstag um 21 Uhr kommt mein Statement zu dieser ganzen Scheiße. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, ich und Sammy, wir sind gerade hier so am Philosophieren. Diese ganzen YouTuber, so alle, die jetzt kennt, die so Summer Fame sind, die werden nach einer Zeit depressiv. Wisst ihr, wann die depressiv werden? Wenn die Likes und die Aufrufe nicht mehr da sind. Ja, das verlieren, Bruder. Guck mal, die Leute dürfen sich nicht auf ihrem Fame ausruhen. Die dürfen nicht denken, das bleibt für immer. Sagen wir mal, jetzt jemand hat 400.000 Abonnenten, seine Snapchat hat er 40.000 und er fühlt sich gehypt und er fühlt sich cool und er nutzt das voll aus und macht seine Nase hoch. Ah, du Nuttensohn! Irgendwann, deine Snaps gucken nur noch 400 Leute und deine Videos gucken nur noch 20.000. Du weinst, Bruder. Damals, du hättest ein Schwanzbild gepostet in deine Story, 14.000 Leute hätten Screenshots gemacht. Jetzt, du postest ein Schwanzbild, eine 13-Jährige schreibt dich an und sagt, du hast einen kleinen. Verstehst du? Doch, man darf sich nicht auf diese Fame ausruhen. Wir wollten eigentlich um 9 Uhr morgens aufstehen. Und guck mal, wir haben jetzt 12.25 Uhr. Wie kann man einfach 4 Stunden verschlafen? Bundesjustizbehörden, da mal aufstehen. Bundespolizei. Ich verweigere meine Aussage. Ja? Und somit verweigern Sie auch den Aufenthalt in Deutschland, ja? Auf Ihrer Flüchtlingsmatratze? Ich bin deutscher Staatsbürger. Nein, das sind Sie nicht, definitiv. Kommen Sie jetzt bitte mit. Der wollte um 9 Uhr, meinte der, fahren wir los, Bruder. Wir haben 13 Uhr. Du weißt, wie lange du geschlafen hast? 2 Wochen. Halt's mal los, bis dran. Schlafen. Sammy, richtig krasse Cap hast du da an. Wilberim. Bruder, die ist gefälscht. Ich wurde gerade von irgendeiner fetten Marokkanerin in irgendeinem Dorf zusammengenäht, Bruder. Ey, der Typ, der meint einfach, der hat eine Kellogg-Krankheit. Du willst echt jetzt kein Kellogg's essen, wir haben morgens, 13 Uhr, das ist für Kanaken, morgens, du willst nicht Kellogg's essen. Ja, Bruder, ich frühstücke nicht. Aber du meinst, du isst Kellogg's nur nachts? Da ist nur Schwänze, Bruder. mein Gehirn weiß noch nicht, dass wir 13 Uhr haben. Mein Gehirn ist eingestellt auf 10 Uhr morgens. An Ramadan habe ich mich nur von Kellogg's ernährt. Cannabis, Cannabis, Handeltrafik für den Paname. Cannabis, Cannabis, Senem Achi, Viva la Maghrib. Ich schwör's euch, wir sind mit Abstand die unorganisiertsten Kanaken überhaupt. Wir wollen die ganze Zeit irgendwo finden, wo wir schlafen. Der Typ, der hat uns versprochen, dass wir bei seinem Freund schlafen können, weil er ist gerade in einer Beziehung mit Tim. In einer unehelichen. Aber wir können irgendwie nicht. Also jetzt an jeden, der zuguckt, Persiax, alle draußen, meldet euch bei Bart. Er hat Interesse an einer Homo-Ehe, aber ohne Kinder. Auf jeden Fall, Leute, ich habe hier gerade so ein paar Herbergers getroffen. Kleine Kinder, auf jeden Fall, was die machen, richtig krass. Die haben mir gerade so einen heftigen Lifehack gezeigt. Guck mal, bei denen ist das so ein Burger King. Du kaufst hier so ein Getränk und man kann es immer wieder nachfüllen. Seitdem ich das gehört habe, ich wohne jetzt hier. Aber dann haben die mir noch einen viel krasseren Trick gezeigt. Die meinten einfach, was die machen. Die gucken sich irgendwelche Tabletts an, die so irgendwo rumliegen. Dann nehmen die sich so einen leeren Becher, gehen auf Toilette, spülen die mit Toilettenwasser aus, annehmen mit der. Und was macht ihr dann? Und füllt ihr immer wieder nach? Ein Becher für ein ganzes Jugendzentrum. Ja, und da kamen so Glatzköpfe zu uns hier am Auto. Fängt an hier rumzuschreien in die Scheibe. Bruder, wir haben mir nichts getan. Ich geh zu dem hin und sag, was geht ab und so, gell? Ich geh so mit dem Kopf am Kopf. Auf einmal ist einfach der ABK-Kopf von hinten. Der gibt den einfach so einen Schwinger, so einen wilden Buff. Der ist direkt schlafen gegangen. Ich hab direkt Decke vom Kofferraum geholt. Ich wollte ihn zudecken, den Arm, Alter. Was geht ab, du Mike Tyson One Punch, 100 Punch? Hast du Schmerzen in deinem Faust? Soll ich dir die massieren? Hast du mir ein böses Brett gegeben? Guck mal, an dieser Stelle, Leute, nicht, dass du denkst, so Gewalt ist eine Lösung oder so, aber das ging jetzt in diesem Moment eigentlich nicht anders. Natürlich ging es anders. Du bist einfach von der Ecke gekommen, hast ihm eine Faust gegeben. Jetzt gleich kommt wieder so ein Dell, die von der Ecke geschissen, dann heißt es wieder, ich schlag Leute und so. Ja, hast du doch auch. Notwehr, Bruder. Das war kein Notwehr. Er hat nichts getan. Ja, aber er hat doch so rumgeschissen. Hast du was gegen Rechtsextremisten oder was? Du Salafist. Ja, aber ich hab's ja nicht mies eine gegeben. Es geht. Er ist ohnmächtig, vielleicht stirbt er. Ist diese unheimliche Geschichte wirklich passiert? Oder hat sie etwa ein fantasievoller Autor für uns aufgeschrieben? Das ist nur ein Spielzeug, das ist eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Natürlich.
ist nur gelabert. Der Junge ist mit Sebastian aus Kronberg zusammen. Er hat, nein, jetzt Real Talk, ja. Der Badel ist verliebt seit 30.04.2015. Hat er kein anderes Mädchen mehr geschrieben und guckt auch keine Mädchen an. Gerade wir sind in der Stadt gelaufen und ein Mädchen ist an uns vorbeigelaufen und der Badel hat direkt die Blicke zu Boden gesenkt. Und ich denke, warum guckt er auf den Boden? Aber er hat nur auf den Boden geguckt, weil ihre Brieftasche rausgeflogen ist. Oder sag doch nicht laut, sonst weiß die, wer die gefunden hat. 6,5 Stunden später. Wo sind wir gerade, Bruder? Habe ich doch gerade gesagt, John. Wo? Im? Schreibt's in die Kommentare. Nein, Spaß, wir sind gerade in Burkina Faso. Wir haben gerade den hier abgeholt, der ist ein bisschen stoned. Hallo! Okay, ja, ich bin das Frankfurter Beuteltier. Bruder, pack mal ein. Diese auch. Ah, Wallah, ich hab Hunger. Pack mal was aus, Alter. Ja, danke. Boah, brutal, Alter. Ey, Leute, was geht ab? Ich bin gerade hier mit dem einen krassen Rapper auf jeden Fall. Anonym, er ruft immer anonym ein. Nein, Spaß beiseite, der Typ wird auf jeden Fall Rap-Geschäft auseinandernehmen. Bruder, was waren bis jetzt deine krassesten Tracks? Bruder, Hurensohn. Platz da, Anno Float, Yalla, Kasper. Ich könnte die Charts ficken, Walla, krass, bra. Und die Eins. Meine ist schwarz wie die Maske, ist halt dein Gesicht. Hurensohn und die Eins. Gebt euch, Diggis. Anno ballert wieder Parts, bra. Leute. Sein Auge, Bruder, wie so ein Chamäleon. Ein Auge war, Bruder, ein Auge war. Andere Kontinent, aber ein Auge war in Asien, eins in Afrika, Bruder. Ey, warte. Ey, darf ich an deiner Boxershot rumspielen? Was geht ab, meine Freunde? Anonym ist am Start. Sammy ist der beste deutsche Rapper der Welt. Wie findest du Delarue? Bruder, ich inspiriere mich jeden Tag von seinem Album. Ich höre das jeden Tag vor dem Schlafen gehen, beim Aufstehen. Was wird es für ein Feature geben? Bruder, Millionen. Sammy, an dieser Stelle, wenn du das siehst, ich weiß, du bist sehr gut mit dem ABK. Ich glaube, ihr seid sogar familiär irgendwie so. Ich feiere dich. Wuhu, Sammy. Ey, schöne Grüße an dich, Bruder Sammy. Boah, was geht ab? Ey, gerade kam so ein Typ, so ein Rapper. Der ist mit dem Props am Hurensohn. Ja, genau. Und Nummer 1. Er meint einfach, dass du der krasseste Rapper bist. Du bist eine Inspiration. Der hört dich jeden Tag. Der ist ein Baba-Typ. Killer. Wo war der überhaupt gerade? Ich weiß, der kam einfach, Bruder. Da kam so die hinvegetiert, Bruder. Auf jeden Fall, dieser Rapper, der feiert Sammy richtig krass. Und auf jeden Fall, gell. Sammy ist ein krasser Typ, gell. Ja, weil du bist doch ABK, oder? Du bist aber uninteressant. Der Sammy ist böse, gell. Kauf sein Album. Guckst du nicht meine Videos anonym? Ach doch, du bist doch Apo, nee, Leon, nein. Ja, sag Leon. Ja. Ist okay, ist okay. Katja. Du feierst den Sammy. Ja, was geht ab? Ich mein, bra. Guck mal, der Arme, da will schlafen, aber oder keiner von diesen Kanaken will gehen. Eine Ewigkeit später. Ich steh nur auf. Weil er schläft einfach mehr als Senioren im Altenheim. Was ist los mit dem? So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Was geht ab, meine Freunde? Wir sind hier gerade im Auto in Wuppertal. In Frankfurt. Wir haben gerade so ein bisschen über Rap geredet und ich habe mich erinnert, als ich Achizid gedreht habe. Ich habe meine Jungs so aus meinem Viertel zusammengetrommelt und wir haben so eine Luxusvilla bekommen von so einem Kollegen. Der kannte einen Kollegen, was eigentlich sehr unwahrscheinlich in unserem Viertel ist, gell? Aber wir haben irgendwie diese Villa bekommen. Und es ist das reichste Viertel in Frankfurt, gell? Da wohnen nur diese Koksnarren, die Banker, die Doktoren von Doktoren, dersten Doktoren, gell? Du musst dir vorstellen, da kommen so 15 Nachfries, alle in so Sportanzügen, Joints in Hand, E-Spec-Taschen und so Faxen so. Ja, und die Nachbarn, die gucken alle schon, die haben gedacht, Invasion, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich trommel die alle so zusammen, ich sag ihnen, ey Jungs, wir gehen jetzt in diese Villa rein, gell? Keiner klaut was. Keiner macht irgendwas kaputt. Bruder, am Ende irgend so eine Vase geht kaputt. Ich muss einfach 15 Jahre für irgend so eine Vase rappen.
dieser Anzug, guck mal, wie böse der Anzug aussieht. Aber Rola ist aus Marokko. Viele haben auch geschrieben unter dem Video, von wo hat Sammy seinen Anzug, von wo hat Sammy den Anzug. Der ist aus Marokko, Bruder. Irgend so ein kleiner 12-Jähriger, danke an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie du heißt, bestimmt Walid oder Ahmed. Du hast mir diesen Anzug gemacht, verstehst du? Hab bestimmt auch nicht mal. Die Marokkos haben von China gekauft und irgendein Chongling hat es für 4 Cent gemacht. Hier auf der linken Seite befindet sich Burger King. Das ist der berühmt-berüchtigte Burger King, wo ABK an Ramadan heimlich gegessen hat. Hier, genau hier. 20 Minuten später. Leute, ich muss euch leider eine traurige Nachricht verkündigen. Der ABK hat keinen Bock mehr, Vlogs zu machen. Er drückt mir die ganze Zeit die Kamera in die Hand und sagt, Sammy, rede einfach. Leute lachen. Ich würde sagen, die lachen mich aus, Lo. Ich habe so Bock auf einen Oreo-Shake. Ich weiß, ein paar Leute werden gerade dieses Video gucken und denken, oh mein Gott, ich will auch einen Oreo-Shake. Aber ihr werdet keinen bekommen, weil ich einen habe jetzt gleich. Auf ABK seinen Nacken. Das schmeckt ja dann doppelt so gut, weißt du, was ich meine? Ey, wa, Leute, ich habe mich jetzt von den Jungs verabschiedet. Walla, ich habe einfach gar nicht richtig geschlafen. Ich sah aus wie so ein überfahrener Lachmajun. Auf jeden Fall. Jetzt gehe ich nach Hause und ja, dann sehen wir uns wieder demnächst. Aber jetzt ein kräftiges... Du weißt. Love.